Und zwar nennt sich das die sogenannte Rejection Method oder Ablehnungsmethode. Die ist oft einfacher. Nehmen wir mal an, wir möchten gern Zufallszahlen zwischen minus und 1 haben, die sollen so verteilt sein. Also 1 plus a mal x Quadrat, irgendeine Parabel. Und dann machen wir Folgendes, wir generieren mal x Werte zufällig zwischen minus 1 und 1. Da haben wir vorhin gesehen, wie man das macht mit unserer linearen Transformation. Und dann erzeugen wir auch Zufallszahlen, auch gleichmäßig verteilt, y, die zwischen 0 und 1 plus a liegen. Und zwar deshalb zwischen 0 und 1 bis a, weil das ist der minimale und der maximale y-Wert, den ich mit dieser Funktion abbilden muss. Ja? Der minimale Wert hier ist 0. Ich kann hier für x 0 einsetzen. Für minus 1 bis plus 1 ist das Quadrat immer kleiner 1. Das Quadrat wird größer. Das wird dann, also es steigt dann. Kleiner 1. Wenn Sie hier minus 1 bis plus 1 bereits. Ja, wenn ich hier minus 1 einsetze, dann steht da 1 plus a. Und wenn ich da plus 1 einsetze, steht da auch 1 plus a. Das ist also die Obergrenze. Und 0 ist das, wenn ich das ableite, kommt dann 2ax raus und das ist minimal für 0. Wenn ich da 0 einsetze, kommt 1 raus. Eigentlich müsste hier 1 stehen. Fehler. Na gut, anyway. Aber ich suche mir den maximalen und den minimalen y-Wert aus und jetzt erzeuge ich also Werte x und y. Das habe ich hier gemacht, in dem linken oberen Plot. Ja, also immer Paare x und y. Und dann, das sehen Sie hier links nicht, da ist so eine rote Linie, das ist genau meine Verteilungsfunktion, die ich wissen möchte, drauf geplottet. Und jetzt kann ich für jeden einzelnes Pärchen, xy-Pärchen, entscheiden, liegt das oberhalb oder unterhalb dieser Kurve. Wenn es oberhalb dieser Kurve liegt, schmeiße ich es weg. Wenn es unterhalb der Kurve liegt, behalte ich es. Das, was übrig bleibt, sind Zufallszahlen, die genau so verteilt sind, wie ich es gerne haben möchte. Ja? So eine Art Fräsemethode. Das ist Brute Force Monte Carlo. Ne? Monte Carlo nennen sich alle Algorithmen, wo sie mit Zufallszahlen arbeiten, letztlich. Brute Force, weil das ist ja mit der Brechstange. Das ist alles super, das können Sie machen, aber es hat verschiedene Probleme. Das erste ist, wenn Sie sich mal die Flächen anschauen, hier die weiße Fläche mit der Fläche vergleichen, die mit Punkten gefüllt ist, dann haben wir hier, sagen wir mal, per Auge 2/3 der Punkte weggeschmissen. Vielleicht. Das heißt, um eine Zufallszahl zu bekommen, muss ich 3 generieren. Jetzt stellen wir uns vor, uns interessiert nicht eine Funktion, die nur von x abhängt, sondern eine Zufallsfunktion, die von zwei Dimensionen abhängt, x und y. Und wir haben hier so ein Rotationsparaboloid. Das heißt, da quadriert sich das Problem, weil Flächen ja mit dem Quadrat gehen. Das heißt, da müsste ich dann, da habe ich dann am Schluss für 9 generierte Paare x, y, z bleibt 1 übrig, was ich gebrauchen kann. Was ich sagen will ist, je höher diese Dimensionen sind von dem Teil, umso größer wird der Anteil der Zufallszahlen, die ich wegschmeißen muss, im Vergleich zu dem, was ich behalten kann. Das heißt, es ist numerisch sehr ineffizient. Sie müssen 10 hoch 12, 10 hoch 14 Zufallszahlen generieren, wenn Sie 10.000 behalten wollen. Ja, es ist sehr aufwendig. Aber gut. Gut. Kleine Randbemerkung, mit dieser Methode können Sie direkt zum Beispiel diese Kurve integrieren. Man nennt das Monte Carlo Integrationsalgorithmen. Die Fläche unter dieser Kurve ist nämlich proportional zu dem Verhältnis der Punkte, die übrig blieben und die ich weggeschmissen habe. Das heißt, ich zähle einfach, wie viel bleibt am Schluss übrig und kann daraus dann die Fläche bestimmen. Sind da, haben Sie vielleicht auch mal in so einem Programmierkurs gemacht, so Pi bestimmen, wenn man guckt, wie viel von diesen Punkten fallen in so einen Kreis rein und so. Ne? Okay,
So, also, dann machen wir hier leider Schluss. Ich dachte, ich komme noch zum nächsten Kapitel.